Hallo und willkommen zurück. Heute erzähle ich euch die Geschichte der nordischen Mythologie, in der der Gott Odin, der Allvater, sein Auge verloren hat. Viel Spaß! In Jotunheim, das Land der Riesen, da steht Yggdrasil. Yggdrasil, der Baum der Welten, der alle neun Welten verbindet. Und dort steht auch ein Brunnen. Dieser Brunnen geht tief, tief in die Erde hinein und versorgt Yggdrasil mit Wasser. Dieser Brunnen gehört Mimir. Mimir ist ein Riese. Mimir ist ein Riese und der Onkel von Odin. Er ist auch der Weise und der Wächter der Erinnerungen. Und sein Brunnen ist Weisheit. Jeden Morgen trinkt er aus diesem Brunnen, um seine Weisheit zu erlangen. Und dazu benutzt er das Gjallarhorn, ein Trinkhorn. Vor langer, langer Zeit, kurz nachdem die neun Welten von den Göttern erschaffen worden sind, da reiste Odin nach Jotunheim, um seinen Onkel zu besuchen und nur einen Schluck von seinem Brunnen zu nehmen. Odin kam nach Jotunheim und fragte seinen Onkel für nur einen Schluck, aber sein Onkel schüttelte nur den Kopf. Niemand außer Mimir trank aus diesem Brunnen. Das gab es einfach nicht, dass jemand anderes daraus trinken würde. Und Odin denkt, vielleicht spiele ich die Familienkarte. Und er sagt, aber ich bin doch dein Neffe. Aber Mimir sagt, das ist nicht genug. Nur einen Schluck, bitte, nenne deinen Preis. Und Mimir sagt, dein Auge ist mein Preis. Dein Auge hier ins Wasser, in den Brunnen. Odin war viel zu lange gereist und musste viel zu viele Gefahren bekämpfen, als dass er jetzt aufgeben würde. Er hätte weitaus Schlimmeres getan, um die Weisheit zu erlangen, die er so suchte. Und er sagte, gib mir ein Messer! Und nachdem er getan hatte, was er tun musste, nahm er sein Auge und legte es in den Brunnen. Dann nahm er das Gjallarhorn und trank aus dem Brunnen. Das Wasser war kühl und die Weisheit überflutete seinen ganzen Körper. Mit dem einen Auge, das er hatte, konnte er weiter sehen, als er jemals mit zwei Augen konnte. Von da an hat Odin noch mehr Namen bekommen. Nicht nur der Allvater und der Herrscher der Erschlagenen, nein, dann wurde er auch der eineigige Gott genannt oder der blinde Gott. Die Zeit verging, Kriege wurden gehalten, Schlachten wurden gekämpft und zwischen den Vanir und den Aesir, die zwei Rassen der Götter, gab es ebenfalls einen Krieg. Der Krieg zwischen den Vanir und den Aesir, wo Odin kämpfte, der kam zu einem Ende. Und die Aesir und die Vanir, die wollten sich versöhnen. Sie wollten Verbündete werden. Und Odin dachte, als Zeichen unserer neuen Verbindung werde ich meinen Onkel Ymir, den Weisen, zu den Vanir schicken, damit Mimir das neue Oberhaupt der Vanir beraten kann. Also es gibt ein neues Oberhaupt bei den Vanir und Mimir wurde zu ihm geschickt, damit er ihn beraten kann. Und wenn Mimir an der Seite des neuen Chefs oder des neuen Oberhaupts war, dann hat der Chef sehr weise Entscheidungen getroffen. Aber wenn Mimir mal nicht an seiner Seite war, dann hat der neue Chef nichts zustande gebracht.
Es gab Katastrophen und die Vanir, sein Volk, die mussten darunter leiden. Und sie wurden langsam sehr, sehr wütend. Sie haben das irgendwann nicht mehr ausgehalten und sie wollten, dass damit Schluss ist. Und sie haben einen Schuldigen gesucht. Und statt sich an ihrem eigenen Oberhaupt zu rächen, wollten sie sich an Mimir und Odin rächen. Sie schlugen Mimir den Kopf ab und schickten ihn zu seinem Neffen Odin. Odin nahm den Kopf von seinem Onkel und er wollte ihn bewahren. Er wollte nicht, dass diese ganze Weisheit von ihm verloren geht. Und Odin war der Magie mächtig. Das heißt, er hat Zaubersprüche und Magie benutzt und hat den Stumpf von dem Kopf mit Kräutern gepflegt. Als er fertig war mit seiner ganzen Zauberei, da öffnete Mimir die Augen und er beriet Odin. Und der Rat von Mimir war immer gut. Schließlich bringt Odin den Kopf von Mimir zurück nach Jotunheim zu seinem Brunnen und er setzte ihn direkt neben sein Auge. Odin nahm auch das Gjallarhorn und er brachte es zurück nach Asgard und dort gab er es dem Gott Heimdall. Heimdall ist der Wächter der Götter, der an der Regenbogenbrücke steht, die Asgard mit dem Rest der Welten verbindet und die Götter warnen soll, wenn sich Gefahren nähern. Er soll das Gjallarhorn benutzen, um die Götter aufzuwecken. Und wenn das Gjallarhorn geblasen wird, dann weckt es alle Götter auf, egal wo sie sind und egal wie tief sie schlafen. Heimdall wird das Gjallarhorn nur einmal blasen, an dem Tag, an dem alles endet, an Ragnarok. Das war's, das war die Geschichte von Mimirs Kopf und Odins Auge. Ich würde sagen, ab jetzt fangen die Geschichten der nordischen Mythologie richtig an. Jetzt erzählen die Geschichten immer davon, wie Loki die Götter ständig in Schwierigkeiten bringt, aber wie er sie auch immer wieder aus dem Schlamassel herausholt. Sehr spannend, sehr lustig, sehr komisch manchmal. Die nächste Geschichte erzählt davon, wie die Götter ihre berühmten Schätze bekommen haben, zum Beispiel wie Thor seinen Hammer bekommen hat. Und natürlich war Loki dran schuld. Drückt gefällt mir, abonniert, teilt, kommentiert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!